Hallihallo, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Angelo. Ja, ist wieder Mittwoch, ich bin wieder da. ja, diese Woche mit dem Thema Trans in verschiedenen Generationen. Sprich, ne, nicht jeder hat die gleiche Meinung dazu. Ist klar, wäre auch schlecht, wenn wir alle gleich ticken würden, auf doof gesagt. Im Endeffekt einfach mal so persönlich meine Meinung dazu. Klar. Das Thema selber ist natürlich, ja, kein alltägliches Thema, sag ich jetzt mal, was es jetzt schon seit Jahren gibt oder so, keine Ahnung. Ich persönlich bin der Meinung, gerade auch was zum Beispiel so dieses Selbstouting betrifft oder generell, sag ich jetzt mal, so diese Selbstfindung, muss natürlich klar jeder für sich selber wissen. Jeder muss für sich selber wissen, sag ich jetzt mal, wie er damit umgeht, wie er das macht und und. Klar, früher, sage ich jetzt mal so 1900 und schieß mich tot, konnte man es natürlich nicht so an die Öffentlichkeit geben, sage ich jetzt mal. Da gab es natürlich auch nicht unbedingt so die Möglichkeiten dazu, dessen auch nachzugehen, sage ich jetzt mal. Deswegen gibt es auch heutzutage viele Leute, die sich jetzt noch mit 50, 60 oder 70 sogar noch outen, sage ich jetzt mal, oder sich sagen, okay, ich muss definitiv was tun. Finde ich persönlich natürlich ehrlich gesagt schade, dass es erst jetzt so in den letzten Jahren dazu gekommen ist, dass man sagt, okay, hey, man kann es jetzt endlich machen, ohne dass man sofort in Pranger gestellt wird oder so. Es gibt ja Länder wie zum Beispiel Russland, da darf sich nicht mal als schwul oder lesbisch outen, auf doof gesagt. Da wirst du schon für getötet. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, finde ich natürlich schade. An sich, klar. Zur heutigen Zeit ist es natürlich ein bisschen einfacher. Dann, wenn man es halt schon merkt oder durch anderen gesagt bekommt, so, bis Six war völlig anders. Typisch Junge oder halt typisch Mädchen, je nachdem, wie auch immer. Sag ich mal, ist heute einfacher damit umzugehen. Für sich selbst auch oder halt auch in der Öffentlichkeit, klar. Wird immer irgendwelche Leute geben, die dagegen wettern oder wie auch immer man das nennen möchte, aber halt zum Glück nicht mehr so wie früher. Ja, ist persönlich meine Meinung dazu. Ansonsten gibt es da, glaube ich, von meiner Seite aus nicht wirklich viel zu sagen, weil ich persönlich habe da nicht so viel Negatives mit erfahren, jetzt abgesehen jetzt mal von diesem, ja, in der Familie so ein bisschen was, aber. Mein Gott, wie gesagt, gibt immer irgendjemanden, der querschießt oder meint, es wäre krank oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Aber solange man genug Leute hat, die zu einem stehen, finde ich persönlich, ist es trotzdem immer noch natürlich einfacher für einen selbst, damit vor allen Dingen umzugehen. Und ja, den Weg auch selber zu gehen, natürlich, gerade auch heute, wie gesagt. Ja. So viel zu dem Thema und meine Meinung dazu. Könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr dazu steht oder was ihr davon haltet. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Mittwoch und ja, bis nächste Woche mit neuem Thema. Ciao.